Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Dishonored. Ja, es war jetzt eine längere Pause. Es hat sich einiges geändert und gleich mal vorweg, falls ich diese Aufnahme jetzt irgendwie komisch anhören sollte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt an den Settings rumgespielt, auch am Aufnahmegerät habe ich ein bisschen rumgebastelt und ein neues Headset. Mikro habe ich noch, das alte, das gute. Aber einfach neues Headset. Ich höre alles ein bisschen anders bei mir und habe jetzt auch die Audio, also vom Ton her, ein bisschen was ändern müssen. Ich hoffe, es klappt alles. Gut, ja, ist schon eine Weile her. Ich schau erstmal. Knochenartefakte haben wir leicht. Stürze weniger Schaden brauchen wir eigentlich nicht. Ja, brauchen wir auch nicht. Okay. Ich wollte eigentlich in die Notizen. Okay, das Verzeichnis Ziele. Okay, befreie Lizzie und finde Lizzies Zelle. Und wir wissen schon, es ist das Verzeichnis ist zwischen C und D. Und da ist das Verzeichnis, wir müssen irgendwie da hinkommen. Okay, ich muss die Steuerung. Ich glaube, wir sind hier, obwohl wir die Kleidung anhaben, also verdeckt ermitteln, sind wir in einem verbotenen Gebiet. Weil sonst würde ich hier drin nicht schleichen. Nehme ich mal an. Und ich glaube, ich kann auch... Ich hoffe, das hört man jetzt nicht. Ich habe beim neuen Headset so ein Rädchen, das ich hochdrehen kann. Dann wird der Sound lauter. Und ich hoffe, das hat jetzt gut geklappt. Nur wie kriege ich den Typen jetzt hierher? Das klappt nicht. Eine Etage höher vielleicht? Ich glaube, da hätte niemand was gegen. Nur wie komme ich da? Okay. Da oben ist einer. Wir haben doch immer noch Anziehen, Gegenstände anziehen. Das haben wir neu, genau. Zeitverlang, Blick ins Nichts. Ist schon eine Weile her. Ich will den Blick ins Nichts. Okay, da ist einer. Und da unten sind zwei. Schau auf die andere Seite. Wieso schaut er jetzt auf unsere? Sieht das nur so aus? Nichts. Komm raus. Lass mich nicht nach dir suchen. Das sucht keiner. Der war schon so, aber er ist jetzt leider nicht. Ordnung zu sein. Waren wohl nur Ratten. Die sind überall. Er ist leider nicht verschwunden. Ach, wir haben den Wachpostenschlüssel bekommen. Ablegen. Kommen wir jetzt nicht hier rein mit den Schlüsseln oder müssen wir die alle aktivieren, damit die... Ich glaube fast. Okay. Da wird's weitergehen. Hilfe! Da bricht jemand aus! Wachen! Schnell! Da versucht jemand zu fliehen! Ein Scheiß. Der alte Bastard. Ah, stimmt. Wir haben jetzt das Heranziehen. Kostet ein bisschen viel Energie für das, dass wir es einfach nur heranziehen können. Explosivbolzen. Ich warte jetzt, bis die Energie sich wieder aufgefüllt hat. Das Geld. Ja, also ich habe noch einiges mehr ändern müssen. Und zwar war die letzte Folge von Knife of Dunwell, falls ihr euch noch daran erinnert und falls ihr es überhaupt gesehen habt, habe ich mich ja so darüber beschwert, will ich nicht sagen, einfach darüber gesprochen, dass die Credits am Schluss nur noch 30 FPS im Spiel hatten. Und ja, was will man dazu sagen? Leider. Der Typ chillt hinter der Wand. Leider
ist dadurch, dass ich 60 FPS aufnehme, aber das Video nur 60 FPS am Schluss hatte, die ganze Audio und Video verzogen worden. Also alles asynchron wie Sau. Ich musste es zweimal encoden, bis ich es geschafft habe. Und deshalb, ich muss sagen, sowohl 30 FPS geil sind, ich stelle mich wieder zurück auf... 60 FPS geil sind, entschuldige. Ich stelle mich wieder zurück auf 30 FPS. Also ich werde jetzt nur noch in 30 aufnehmen. Außer es sind Spiele, die es auch wirklich vertragen können, also wirklich so hochauflösende Spiele, irgendwas, dann schaue ich, dass ich die 60 hinkriege. Aber es ist aktuell noch nicht so möglich, jetzt von meiner Technik her, dass ich die 60 hinkriege, auch weil es einfach mal doppelt so lange braucht zum Rendern und allem. Deshalb, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn ich jetzt nur noch 30 FPS Videos mache, weil alles andere, ich spare mir da wesentlich mehr Zeit und kann da auch wesentlich mehr hochladen. Okay, da haben wir einen Rattenschwarm. Kann ich da oben? Da kann ich doch bestimmt durch. Da liegt... Das gesehen? Jemand wurde umgebracht. Was? Was? Nein. Überall nachsehen. Wer hat das... Wer wurde um... Hä? Wie kann die da unten... Sucht überall. Na, scheiße. Ich frag gar nicht erst. Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen. Der Typ kommt doch da gerade durch, oder? Das Schwein ist mir entwischt. Ich werde dich finden, dich für deine Verfehlungen bestrafen. Wer immer du bist. Komm her, komm her, komm her, komm her. Okay. Haben wir. Lizzie Stride. Was? Sieht übel aus. Was? Wir haben. Ich. Aber. Das ist also Lizzie Stride. Das sieht echt nicht gut aus. Wir haben jetzt aus Zufall ihre Zelle gefunden. Ja, wieso nicht? Wir können das aber noch nicht öffnen. Wir brauchen erst das Brauchen wir jetzt noch das Verzeichnis? Doch, doch, wir brauchen es noch. Es ist nicht angeschrieben oder so, die Zellennummer. Und wir müssen ja hinten bei den Hebeln die richtige Zellenanzahl einstellen. Kurz den Blick. Können wir da irgendwie rein? Da... Ist das auf dieser Seite? Ein verderbtes Knochenartefakt. Das ist ein noch besseres. Aber es ist in der Kiste drin. Ich wollte gerade schauen, können wir es nicht zu uns herziehen. Aber das klappt nicht. Verdammt, wie kommen wir da rein? Ich versuche es jetzt trotzdem mal. Nee, nee, das klappt nicht. Das ist nicht herziehbar. Dadurch kommen wir auch nicht. Steht da irgendwas? Irgendwas über der Outsider Walks. Among Us. Okay, also unter uns. Ich hoffe, ich habe es richtig übersetzt. Keine Ahnung. Mein Englisch ist nicht das Beste. Zelle C28. Okay, man kann es auch einfach haben. Scheiß auf Verzeichnis. Wir mussten nicht... Na, super. Wirklich, scheiß auf Verzeichnis. Wir haben es einfach gefunden. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal runter. Aus dem Grund. Weil da unten sind noch ein paar, die mir auf den Sack gehen. Einer ist weg. Der kommt doch bestimmt hier rein. Oder auch nicht. Ich hätte jetzt gerade die Chance gehabt, da ins Verzeichnis zu schauen, ohne dass ich die alle töten muss, aber der läuft jetzt schon wieder daran vorbei. Nee, er dreht mir den Rücken zu. Okay. Winston 40 entfernt, Elizabeth Stride, sie 28 verlegt. Jochen Krohn vorübergehend entfernt. Okay, sie 28. Wir müssen aber auch noch wissen, Winston und Jane... Ich möchte gerne wissen, in welcher Zelle jetzt oben dieses Artefakt liegt. Entfernt, vorübergehend entfernt. Das sagt mir leider nichts aus. Nur Winston und Jane. Ich versuche mal, das zu merken. Geh kurz nach oben. Ich will einfach nur wissen... Können wir darin ausmachen, wer da drin war?
Da steht nirgends ein Name oder so. Da ist wieder der Outsider steht an der Wand. Mist. C28. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Tür das hier ist. Ich öffne jetzt einfach mal den Abschnitt C28. Das würde bedeuten, ich muss rüber zum Entriegelungssystem. Und das bedeutet, ich muss hier wieder runter irgendwie. Das ist doch ein bisschen hoch. Ich versuche mal was. Und zwar haben wir ein Knochenartefakt. Und zwar leicht wie eine Feder. Weniger Schaden zu überstürzen. Und ich glaube, das ist jetzt gerade echt praktisch. Das wollen wir lassen. Schnell fortbewegen ist auch gut. Heilen besser ist eigentlich auch okay. Mehr Gesundheit bei Tränken, ja, sage ich nicht nein. Verlangsamen nicht, das ist auch gut. Und das C4 ist, gesamt erhöht sich. Erlittener Schaden erhöht sich, genau. Das ist ja das Spezial. Dann nehmen wir doch einfach mal... Ich will die Tränke rausnehmen. Leicht wie eine Feder rein. Okay. Und dann versuchen wir unser Glück. Kein Schaden erlitten. Ich weiß nicht, wir hätten wahrscheinlich schon Schaden erlitten, hätten wir es nicht ausgerüstet. Und wir sind ja jetzt wieder, können die Waffe einstecken, im normalen Gebiet. Wir müssen jetzt aber da rein. Ich könnte den einfach abschlachten, aber es klappt nicht, weil da noch zwei weitere sind. Aber zum Glück, wir können uns hier frei bewegen. Hier hinten waren wir schon. Ja, da waren wir schon. In meiner Schicht wäre das nicht passiert. Was? Du glaubst mir nicht? Was okay, ich muss wieder da hoch. Da war, was auch immer hier passiert ist. Genau. Wir können es immer noch nicht erkennen, oder? Kurz nochmal nachschauen. Nee. Wir haben immer noch keine Ahnung, was daraus passiert ist. Jetzt irgendwie sind Bäume gewachsen oder so. Keine Ahnung. Jetzt spazieren wir einfach mal hier vorbei. Neue Maßnahmen. Ist scheißegal. Ich lese jetzt einfach, weil ich weiß nicht mehr. Gut, C28, oder? Genau. Dann hauen wir das auf C. 2. 8. Okay, C28 ist offen. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir es hin, dass die Zelle daneben auch offen ist? Haben wir eine Notiz bekommen mit dem Buch, das wir vorhin gelesen haben, mit den 4 Gefangenen? Da, genau. In D11 verlegt. Wir könnten D11 auch noch öffnen. Und die anderen haben wir keine Ahnung. Weil wir haben jetzt eine geöffnet. Wir könnten eigentlich jetzt noch D11 öffnen. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Wir können sie einfach versuchen. Die Zelle D11 ist jetzt auch offen. Und jetzt rate ich einfach mal blind daher mit C, wenn das C28 war. Wir müssen nach links weiter. Ich überlege gerade, welche Reihe wäre wohl sinnvoller. Geht nach oben die Zahl und nach unten? Hier sind alle Zahlen aufgelistet. 28. Sagen wir mal 32 vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich rate jetzt einfach mal blöd daher. Aktiviere den Hebel. Mist. Versuchen wir es nochmal. Der hat jetzt nicht geklappt. Ich hoffe, dass 31. Okay, ich lasse jetzt einfach mal. Anscheinend klappt es so nicht. Ich mache jetzt einfach nochmal D auf. D11. Geschlossen. Es ist also offen geblieben. Ich wollte nur wissen. Ist jetzt alles wieder zurückgesetzt oder hat es gespeichert? Es hätte gespeichert. Ich mache jetzt nochmal auf.
Zelle D11 ist offen. Und ich gehe jetzt einfach noch ein paar C-Zahlen durch. 28 war ja nichts. Dann sagen wir jetzt mal 22 vielleicht. Ja, komm, scheiß drauf. Ich gehe jetzt einfach mal rüber. Ich will mich hier auch nicht zu lange aufhalten müssen. Und hab. Gut. Mit dem weniger Falldamage kommen wir hoffentlich ganz gut zurecht. Gut, verbotener Bereich, das ist mir klar. Dann gehen wir nochmal hoch. Es sind ja alle schon mehr oder weniger hinüber, die hier waren. Ich achte jetzt einfach auf welche, was hier alles geöffnet wurde und was nicht, aber ich glaube, diese D11, ob wir die noch finden werden? Ich hoffe es mal, und wenn nicht, dann schade drum. Ist nicht offen. Und wir kommen da jetzt nicht rein. Und wir haben keine Ahnung, welche Zellnummer das sein soll. Ich sag da... Ich... Verdammte Ratte! Warte, 21 haben nicht D11 geöffnet? Ich sag dazu gar nichts mehr. Ganz ehrlich, ich sag dazu einfach gar nichts mehr. D22... Wir machen dich auch noch auf. Was? Was? 21 oder? Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Ich habe jetzt gerade verhangen. Nicht, dass ich das Falsche öffne. D22 wäre das Falsche. D21, okay. Oh Mann, Mann, Mann. Ich sagte so echt nichts mehr. Und das wäre dann C. C11 haben wir ja geöffnet. Das wäre auf der anderen Seite. Da schaue ich nachher vorbei. Ich sag dazu echt gar nichts mehr. So, rüber. Ah, wieder auf die am Arsch der Welt. Na, lass mich mal vorbei, ich hab's eilig. Was, hä? Wer will sich mit mir anlegen? So. Das war D21. Zelle D21 ist offen. Ja, endlich. So, das war's. Kann ich hier nicht einfach runterspringen? Eigentlich? Ich denke, ja, oder? Ich versuch's jetzt einfach. Ja, klappt. Weniger Falldamage, muss ich schon sagen. Das gefällt mir. Gehen Sie einfach über den Hof und durch die Tür. Ja, ja, war ich schon. Sieht gut aus dort drin. Ist alles in Ordnung. Ganz recht. Ja, ja, ganz recht. Ich bin einfach schnell und flink. Oh, das... Ich kann auch nicht ganz hoch. Ach, das war die Zelle, die wir hier... A20, das ist gar nicht die Zelle, die wir... Wieso auch nicht, sind wir halt noch hier. Bisschen ausrauben. Wachpostenschlüssel, da haben die Wachen ein bisschen rumgespielt in der Zelle. Mir soll es recht sein. Gut, dann... Ich will ja jetzt nichts triggern, weil ich gerade an der Zelle vorbeigehe. Ich gehe jetzt einfach schnurstracks weiter. Kann ich nichts benutzen. Gut, jetzt. Ich will einfach dieses D21. Die Zelle ist offen. Dann sagen wir mal... Ich hoffe, das ist es wert. Oh, ich habe, glaube ich, was getrunken. Ah, ich habe da verdorbenes Wasser rausgetrunken, damit ich an den Schlüssel komme. Oh Gott. Wir haben ein verderbtes. Dachte ich. Hallo? Wir haben doch gerade ein verderbtes Knochenartefakt mitgenommen. Oder habe ich mich da jetzt irgendwie vertan? C4 hatten wir schon. Hexenhaut. Ach, das ist es. Hat sich einfach nach unten gezogen. Wenn du Schaden hast, sinkt da erst dein Mana und dann deine Gesundheit. Nachteil, dein Mana regeneriert sich nicht. Das ist... Nee, das ist echt... Nein.
Es tut mir leid, das lasse ich lieber draußen. Das ist mir ein bisschen, weil wir brauchen so viel Mana. Das lasse ich einfach sein. Ich gehe jetzt aber noch kurz zu D. Zu D11. Da haben wir nämlich auch eine Zelle geöffnet. Und ich will einfach wissen... Ruhe. Wer sich da verbirgt. Und wer bist du jetzt? Kann ich nicht mit dir quatschen oder was auch immer? Weil irgendwie muss ich... Wieso habe ich dich befreit? Ich meine, ich kann nicht mit dir reden, oder? Ach, das ist Blocken. Ich wollte aufstehen. Falsche Taste. Da, so jetzt. Ich habe noch aktuell keine Interaktionsmöglichkeit mit dem. Deshalb lasse ich es einfach mal. Vielleicht kriegen wir nachher so sagen, ach, kannst du nicht den und den auch noch befreien? Der ist ein Kollege von mir, dann wissen wir's. Aber aktuell einfach sein lassen. Dann sagen wir mal Lizzie hallo. Aber das erst im nächsten Part von Let's Play Dishonored. Denn ich mache mal eine Pause, übercheck die Aufnahme. Ich hoffe, alles hat funktioniert. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Aufnahme. Bis zum nächsten Mal.